Hagen. Ich bin die Initiatorin von NadineHagen.com und in meinen Videos geht es um Inspirationen für ein glückliches und gesundes Leben. Ich rede über Themen wie Rohkost, Wildkräuter, über das Lebensglück, wie du es erreichen kannst und ich rede über das Thema Wasser. Und in dieser Videoreihe möchte ich dir gern verraten, was mein Geheimnis ist für ein Schlanksein nach der Schwangerschaft. Hallo, ich bin Silke. Mein YouTube-Kanal heißt Silke Leopold. Ihr findet mich auch unter www.silkeleopold.de. Mein Motto heißt, lebe roh, gesund und froh, immer schön mit Körper und Geist in Bewegung bleiben. In meinen Videos und Artikeln spreche bzw. schreibe ich über die Themen vegane Rohkost. Da gibt es auch eine Menge Rezepte, Rohkost mit Kindern, dann Wildgrün, Sprossen, Fasten, Bewegung und neuerdings thematisiere ich auch die ADHS-Problematik mit bei Kindern. Im Rahmen dieser Videoreihe verrate ich dir mein Geheimnis, wie du wieder schlank und fit nach einer Schwangerschaft werden kannst. Mein Name ist Samar vom Kanal MummyFit. Auf meinem Kanal findest du Videos zum Thema Ernährung, Fitness und Familie. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie ich es als junge Mutter von 3 Kindern geschafft habe, schlank nach der Schwangerschaft zu sein. Hallo, ich bin die Caroline und zusammen mit meiner kleinen Familie betreibe ich einen YouTube-Kanal und einen Blog zu finden unter www.dierohköstlinge.de. Dort möchten wir euch den rohköstlichen Lebensstil etwas näher bringen, bloggen über die gesunde Ernährung, wie Ernährung funktioniert, welche Lebensmittel uns krank machen, führen Experteninterviews, unter anderem zu den Themen ökologische Landwirtschaft, Bio-Lebensmittel oder auch zum Thema Wasser und schreiben auch Erfahrungsberichte zu den Themen Gärtnern, Schwangerschaft und Geburt. In der Videoreihe Schlank nach der Geburt möchte ich euch mein Geheimnis verraten. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Katrin von Vegan Feeling. Ich habe mit meinem Partner und mit meiner kleinen Tochter jetzt auch einen YouTube-Kanal, eine Facebook-Seite und einen Blog. Wir berichten über Themen rund um den Veganismus. Rohkost ist ein ganz großes Thema, aber vegan ist für uns einfach ein Lebensgefühl. Es steht für Frieden, Harmonie, für Mitgefühl und natürlich für Gesundheit und Fitness. Und das alles versuchen wir in unserem Kanal zu packen. Ich nehme an dem Projekt teil von MummyFit und verrate euch mein Geheimnis.